Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. All Together Book. Buch 2 ist inzwischen angekommen und in Buch 1, Seite 17, hat Nadine Birkmann eine wunderschöne Seite in Rekordzeit gestaltet. Danke! Guten Morgen, ihr Lieben. Samstagmorgen. Wir waren nicht draußen. Bei uns regnet es ziemlich stark. Und da will auch keiner vor die Tür wirklich. Nicht mal die Hunde wollen nach Haus. Und ich muss es auch nicht haben, muss ich ehrlich sagen. Naja. Zuerst ganz, ganz lieben Dank an Marion und Uschi und an Gina. Ganz, ganz lieben Dank. Und es ist mir noch was anvisiert worden und auch dafür danke ich ganz, ganz herzlich. Ich muss ganz offen ehrlich sagen, manchmal, ihr seht mich ein bisschen sprachlos. Also wir machen heute, ich habe was abgedeckt deswegen extra, damit wir nicht so durcheinander kommen mit allem, was wir hier haben. Wir machen heute mit der 50 Stack Challenge weiter. Und da ist bei 15 Sticker. Und bei 16 Square. Sticker hätte ich hier drin. Und hier sind, das sind auch Sticker. Könnten wir vielleicht das eine oder andere von gebrauchen. Das ist Square, definitiv. Das ist quadratisch. Ne? Das könnten wir wunderbar. Sieht sehr, sehr schön aus. Und ja, Sticker. Dann habe ich gedacht, weil es heute so ein schäbiger Tag ist, könnte ich vielleicht mal diese Regenschirmmotive irgendwie verwenden. Ich habe 3 Stück zur Auswahl und ich habe Blumen und ich habe so Buntes. Ne? Jetzt müssen wir mal schauen, was uns da gefallen könnte. Das lege ich mal auf die Seite. Das lege ich auch mal kurz auf die Seite. Wir würden ja mit 15 anfangen und das heißt, warte mal, Sticker. Also 15 heißt Sticker. Okay. Meine Sticker habe ich alle hier drin. Oder fast alle hier drin, würde ich mal sagen. Mir schwebt jetzt gerade so ein Gedanke, so durchs Gehirn. Ich habe doch so wahnsinnig viele größere Blumen. Lässt sich, warte mal. Ich packe mal kurz einmal aus, damit ich besser gucken kann. So ein paar große Blumen bräuchte ich, die man sonst so schlecht unterkriegt. Hier, so großes Zeug. Man braucht ja eigentlich oft die kleineren und die habe ich eigentlich. Aber ist klar, wenn man jetzt die großen sucht, ist das halt schwierig. Da ist es gelb. Wir wollen mal als Moment, das ist klebt einander. Ich nehme mal eben alles raus, was ein bisschen größer ist und kann ja dann noch entscheiden, was ich wirklich gebrauchen kann. Ne? So habe ich mir das gedacht, damit man so ein bisschen ist da noch was Größeres dabei? Oder sind die eher kleiner hier? Ja. Sind so mittelprächtig so. Okay. Okay. Dann räume ich das eben wieder ein. Ich muss nur eben gucken, wie. So. So. Hier, diese finde ich so schön. Die habe ich eigentlich noch nie bis jetzt gebrauchen können. Finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht, ich kann die mal rauslassen und wir gucken sie uns gleich mal durch, ob uns da, Moment, ob uns da, nee, ob uns da irgendwas gefällt. Dann muss ich das, mein Gott, habe ich viel Zeug. Das ist klein, das soll nicht da rein. So, das kann noch hier rein. Ja, so, gleich haben wir es. Es wird nicht mehr lange dauern, hoffe ich. Ich lege das dann erstmal wieder zur Seite. Also Sticker. Ja, die Frage fragt sich jetzt. Nehmen wir einfach nur Sticker und was ist das für eine Kleberatismus-Geschichte? Das gehört nicht dazu. Also ich halte jetzt mal einfach so dran. Mal gucken, was wir so haben bis jetzt. Oder leg's mal so hin, sagen wir besser so. Das haben wir sogar zweimal. Das brauchen wir auf keinen Fall zweimal. Da ist noch sowas und sowas. Und das haben wir auch zweimal. Dann haben wir noch so ein Blatt. Und das ist klein. Und ja.
Also so richtig habe ich wirklich keine. Not really. Könnte ich vielleicht das hier irgendwie damit einbringen? Das würde ich mir jetzt hier wirklich überlegen. Das einbringen und dann hätte ich diese zur Auswahl und diese zur Auswahl. Ich würde die gerne auf den anderen nehmen und dann, ja, die Frage ist, wollen wir was Lustigeres ein bisschen machen? Dann würde sich diese anbieten. Okay, ich fange mal eben an und reiße hier das mal aus. Ja, jetzt deckelt der Hund im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht so. Das macht mir ja immer dieses, leg dich doch hin, Kind. Leg dich doch hin. Hält sich da, anstatt sich hinzulegen, sitzt sie hinter mir und deckelt rum. Ja, ich kann wohl sagen, weil ihr auch schon nachgefragt habt, Mia kann im Moment wieder besser laufen. Sie humpelt allerdings immer noch. Was das ist, kann man nicht sagen, ohne jetzt Gott weiß was wieder für einen Aufriss zu machen, den ich nicht mehr bezahlen kann. Und ich denke auch, manches verläuft sich von selber irgendwann. Gestern ging es schon besser teilweise und gestern Abend meinte ich nochmal, dass es ein ganzes Stück besser gehen würde. Vielleicht hat sie sich nur vertreten, den Fuß, ist falsch runtergesprungen von der Couch oder ich habe keine Ahnung, was sie gemacht hat. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall kann sie wieder etwas besser gehen. Gott sei es gedankt. Und so, wir brauchen jetzt Sticker. Ich würde gerne das so machen, weil mir es sehr, sehr gut gefällt. Würde sie gerne drüber kleben und würde dann mit Stickern arbeiten. Aber mit welchen weiß ich noch nicht. Lass ich mal offen. So, hier reiße ich es jetzt mal ab, sodass wir das so hätten. Können wir mal ausreißen, ob wir da irgendwas mit machen können, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich. Ich überlege noch. Miechen, tu mir einen Gefallen, setz dich hin, sonst beschweren sich die Leute wieder, dass es hier so laut ist. Die haben nämlich immer was zu kacken, die meisten hier neuerdings. So, wir könnten es so. Ach, nun liegt sie. Und jetzt können wir hoffen, dass sie auch liegen bleibt. Das wäre jetzt die Grundidee. Dann bräuchte ich eine Schere. Ja, ich kriege jetzt tatsächlich einen Kommentar. Da zweifelt man an, dass ich überhaupt Tiere habe. Also die Katzen, die sieht man gar nicht. Ja, habe ich gedacht, jetzt. Ja, das ist so. Dann kommen die Leute ein, zweimal rüber und suchen krampfhaft irgendwo rumzustänkern. Anders kann ich es mir nicht erklären. Denn wenn ich mich für irgendwas interessiere, dann informiere ich mich umfassend. Das ist so meine Art, bevor ich das Maul aufmache. Oder ich mache es sowieso nicht auf bei fremden Leuten. Also das käme ich gar nicht auf die Idee, das zu sagen. Und mir jetzt zu unterstellen, dass ich keine Tiere hätte, das schlägt ja dem Fass wirklich die Krone aus. Ich bin schon sprachlos darüber. Also 8 Katzen habe ich sowieso nicht. Ne? Als nächstes wird wahrscheinlich angezweifelt, dass ich überhaupt existiere. Wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich bin ich fake oder so. Ne? Ja. Also ich sage es, wie es ist. Ich bin kurz davor, dass alles gesperrt wird bei mir. Ich habe die Schnauze dermaßen voll im Augenblick. Das Einzige, was mich wirklich abhält, das sind so viele freundliche, liebe, nette, freundliche Kommentare von anderen und Leuten, die seit langem bei mir sind und praktisch fast alles oder sehr viele sehen, fast alles kann man ja auch, das ist bei mir wirklich viel, aber sehr, sehr viel sehen und wo ich weiß, die kenne ich jetzt schon so, so lange, ne? Und ich bin ganz ehrlich, ja, ihr wisst, dass ich all die Zeit immer versucht habe, mich mit dem Basteln so ein bisschen aufrecht zu halten. Und als nächstes werde ich wahrscheinlich auch noch angezweifelt, dass ich einen Mann gehabt habe jemals und dass der gestorben ist, wird auch wahrscheinlich als nächstes angezweifelt. Und ehrlich gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr. Ne? Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe alles gezeigt. Ich habe mein Grundstück gezeigt. Ich habe alle Tiere mehrfach gezeigt im Laufe der Jahre. Entschuldigung, ich habe wieder einen Frosch im Hals, weil... Ja, ich weiß es nicht, was ich noch sagen könnte. Ich weiß es bei Gott nicht mehr.
außer dass ich einfach keine Lust mehr habe. Ja, was mir jetzt jemand schon vorschlug und hat gesagt, ja, mach deine Filme weiter und deaktiviere alle Kommentare. Gut, das ist ein Fingerstreich, das könnte ich machen, aber das wäre sehr, sehr schade. Für mich auch sehr schade, weil ich bekomme ja auch sehr viel Zuspruch und das freue ich mich drüber. Und gerade wenn es mir oft so schlecht geht, wie es oft schon der Fall war, dann upala, nicht kaputt machen, Mensch. Dann freue ich mich sehr über Zuspruch und liebe, nette Worte. Und ja. Also ich finde sie jetzt ganz lustig. Ich glaube, das lassen wir so. Okay. Ich überlege jetzt gerade nur, ob das zu wuchtig wird, dass wir es vielleicht kleiner machen. Ich überlege wirklich, lass mich mal ganz kurz in mich gehen. Ich würde das hier, vielleicht könnte man das mal so einfach ins Auge fassen, so. Ob wir da irgendwie eine Buchseiten hinterkleben noch, das, oder ob wir das mal einfach so lassen diesmal. Ich hatte doch so ein ganz großes Blatt hier, sowas hier. Man könnte es natürlich auch einfach so machen. Ja, das wäre nicht so schlecht. Gut, dann brauche ich mal. Ich fange jetzt einfach an, ja? Das wird jetzt nicht kompliziert. Wie alles, was ich mache, wird es eigentlich nicht kompliziert. Das kann ich in dem Fall einfach umkleben. Die Rückseite brauchen wir in dem Sinne ja auch gar nicht. Ne? Brauchen wir ja gar nicht. Okay, jetzt haben wir dann da schon mal was. Und jetzt können wir mal gucken, was sich hier noch so anbietet, was noch so aus dem Baum rauswachsen könnte vielleicht. Da hätten wir das. Oder sollen wir das tiefer setzen? Ich muss wirklich mal kurz überlegen. Ich habe hier noch ein bisschen Papier. Vielleicht könnte ich mir da mal eben was rausreißen. Ganz kurz, ein paar kleine Stücke. Mal gucken. Ist da was drauf? Ach nee, das ist nur... Okay, wir reißen uns einfach mal so ein paar schmale Stücke raus, wenn das geht. Das ist sehr, sehr brüchig, dieses Papier. Das, naja, werden wir vielleicht hinbekommen. Ich weiß es nicht. Okay. Boah, ich habe so einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht warum. Das lassen wir noch mal kurz offen. Einen Moment, den Klebestift brauchen wir auch. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid, ich muss immer husten. Ach so, das habe ich schon abgemacht. Na ja, gut. Achso, das haben wir jetzt Blanko. Auch schön. Das ist auch schön Blanko. Hätten wir da nochmal Blanko? Dann versuchen wir das nochmal, ob wir das mit auch nochmal mit Blanko hinkriegen. Ach Mensch, wie mache ich das jetzt am besten? Ah, Moment. So. Okay. Und dann müsste ich sie reißen, das wäre einfacher. Genau, ich mache es so, weil das andere wird nicht klappen, dann geht mir das ganze Papier kaputt, vermutlich. Ja, also natürlich kann man mir auch sagen zur Arbeit, die ich mache. Ja, das ist nicht gut gelöst oder da gäbe es eine bessere Möglichkeit oder eine bessere Technik oder... Wisst ihr sowas, das kann man mir natürlich gerne sagen oder mir einen Vorschlag machen, wie ich etwas verbessern kann in meiner Arbeit. Aber das bezieht sich nur hier auf das Basteln, ne, diese Sachen. Die beziehen sich nicht auf mein Leben. Ja, also es ist so, dass ich ganz ehrlich gestern Abend und auch heute Morgen, als ich dann diesen Kommentar wieder sah, ich hatte gestern Abend wirklich schon einiges hin und her überlegt. Ich sage euch das so, wie es ist. Ne? Ich sage es euch, wie es ist, weil ich denke einfach, habe ich das wirklich nötig? Muss das jetzt wirklich sein, dass ich mich jetzt von morgens bis abends von irgendwelchen Leuten dumm anquatschen lasse? Habe ich das wirklich nötig? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nötig habe. Ganz ehrlich, ich glaube es eigentlich nicht fast.
Und das ist einfach nur unerfreulich für mich dann. Ne? Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, wir machen einfach nur mal hier, damit wir noch eine andere Ebene reinkriegen, sonst wird das so langweilig. Das könnte ich theoretisch aufkleben, aber ich brauche noch unbedingt hier noch irgendeine Blume. Ich habe sonst keine. Oder von den, halt, oder von diesen Stickern. Vielleicht können wir da was von verwenden. Ich gucke gerne mal nach. Alles Katzen. Oh. Sind die alle zweimal da? Ja. Ah, okay. Ah. Da habe ich so einen Colgate-Sticker. Braucht man einen Colgate-Sticker? Was ist das denn mit dem Fahrrad? Das finde ich ja hübsch. Aber ich glaube, wenn es hängt auseinander, ja. Mit Katzen, die würde ich ganz gern aufheben. Tja. Also es ist nichts, was jetzt naturmäßig so unterwegs wäre. Wo ich sagen könnte, Blume, Pflanze, so. Wisst ihr, so wie ich meine? So habe ich nichts, oder? Dann gucken wir mal hier. Hier hätte ich Blumensticker. Einen Moment, hier ist irgendwas mit Blumensticker. Hier. Gut, dann nehmen wir das. Okay. Okay. Da können wir schon wieder unser Gümmchen drüber machen. Das müssen wir mal austüfteln, wenn wir das so hinklebern. Oder wenn wir das unten hinklebern und das wegmachen würden, damit man es erkennen kann, was wir da haben. Könnte man auch machen, ne? Und das so oben hin machen, nur okay, machen wir das mal weg. Machen wir mal weg. Wollen wir schauen, wie weit wir kommen. Better Homes. Das ist uns so blöd. Ich glaube, ich muss hier noch. Oh, das ist schwierig hier, ganz ehrlich. Oh, ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid, die Räusperei. Es tut mir sehr leid. Gott, wenn ich das jetzt hier oben hin mache, könnte ich auch machen. Könnte ich auch machen. Aber vielleicht wäre es dann schöner, ich würde hier irgendwas von die, vielleicht von diesen Sachen was nehmen. Warte mal, das käme besser raus. Ne? Das käme besser. Das käme viel besser raus, wenn ich das jetzt so machen wollte. So. Und wie mache ich es jetzt hier mit ihr? Da muss ich sie umranden, ne? Oder wie? Ei, ist das schwierig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es gerne sagen, wenn ich es wüsste. Ich mach mal kurz auf Stopp. Mensch, ich habe vergessen wieder. Ich habe es nur aufgeklebt. Ich habe nichts Neues gemacht. Ich schneide das gerade mal kurz zu. Ja, es ist keine Meisterleistung. Nein, nein, nein. Das brauche ich jetzt. Da klebt zum Beispiel gerade nicht, sehe ich gerade schon mal. So. Okay, dann gebe ich das wieder hier zu. Wo habe ich denn... Ach so, das ist da oben. Ich wollte gerade sagen, wo ist es denn jetzt? Gut, jetzt gucken wir noch mal nach, ob uns die vielleicht besser gefallen würde, diese große Dame, dass die einfach farblich eher hinhaut. Ich glaube es fast. Trotzdem, die andere fand ich jetzt richtig toll, aber wir wollen mal schauen, wie weit wir kommen. So viel Zeit muss sein. Ja, das Wetter ist wirklich schäbig jetzt inzwischen. Ne? Wir haben 10 Grad draußen gerade, es regnet. Ich weiß nicht, ob es jetzt gleich mal eine Pause gibt. Keine Ahnung. Aber gut, der Regen war ja auch dringend notwendig. Ne? Naja.
Ich hatte mir ja in so einem kleinen Kübel draußen so ein paar Kartoffeln eingepflanzt, so einen alten Speiskübel. Das hatte ich im letzten Jahr schon und habe tatsächlich eine ganze Kartoffelmahlzeit dann hinterher da rausholen können aus dem kleinen Teil. Und das wollte ich jetzt unbedingt machen. Dieses Kraut ist ziemlich verdörrt. Ich glaube, man kann sie schon lange rausholen. Oh, jetzt ist es so nass und schäbig, ne? Da muss man gucken, ob ich es trotzdem heute raushole oder. Muss mal gucken. Aber wenn ich es drin lasse und es ist nass, habe ich Angst, dass es hinterher fault, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was ich jetzt richtig machen soll. So, das glaube ich wird eher was werden. Das andere war zu kribbelig. Wir machen es jetzt so. Und ich tue diese ganzen anderen Blumen jetzt weg. So, die brauche ich alle nicht mehr. So, kurz. Das war ja wieder ein kurzes. Also mit Stickern, ich hab wohl einige, aber ich benutze sie selten. Haben wir vielleicht hier so eine Briefmarkensticker? Das ist immer schön, wenn man da noch was mit drauf geben kann. Irgendwas, was vielleicht eine Pflanze ist oder so. Oh, mal schauen. Oder Insekten geht auch. Vögel, Vogel, Tiger, Katzen. Warte mal, was ist das? Ah, das sind irgendwie Blumen. Fairies, Schmetterlinge. Schmetterlinge, Schmetterlinge, eine Fairy habe ich, das ist ja süß. Noch eine Fairy. Ja, dann könnten wir vielleicht so eine Blume mit drauf geben, was? Wäre das was? Okay. Müssen wir mal gucken, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Oder hier unten so. Ist nicht wirklich Sinn. Aber ich habe die natürlich auch in echt mit Blumen, aber es sollen ja Sticker sein, ne? Es ist ja Sticker gefragt. Okay, dann machen wir das Ding schon mal vielleicht zu. Dann ist das schon mal weg. Einmal leer machen, bitte. Schön. Die Plastikdinger können wir weggeben. Ach, wisst ihr, die Nadel habe ich schon wieder vertüttelt. Nein, 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 Gott sei Dank nicht. Na, es möchte nicht. Es möchte nicht. Jetzt aber. Jetzt möchte es. So, dann haben wir da noch einen kleinen Sticker mehr. Das kleben wir mal kurz auf. Ja. Man hat es wirklich mit lieben, netten Menschen zu tun, immer wieder. Ich muss gucken, wie ich es jetzt mache. Ich mache es jetzt so. Und jetzt müssen wir unbedingt einen Stift holen. Einen Moment, da muss ich aber nur ganz kurz ein bisschen aufstehen. Das ist nicht weit weg. Ja, tust du mir eingefallen, du sitzt genau im Weihnachtspapier drin. Ah, dieser Unglückshund, dieser Verfluchte. Du bist doch eine Unglückstante. Nicht nur, dass du alle möglichen Krankheiten hast. Jetzt sitzt du auch noch mit dem Weihnachtspapier. Oh, dieser Hund, dieser elendige. Hör, der ruft mich. Ja, wedel, wedel. Dick und fett ins Weihnachtspapier gesetzt. Ja, das muss man mal eben fertig bringen, ne? Das ist doch ein Vogel, ist das. Gott, nee. Ich bin es relativ leid, warum ich diese Stifte nicht irgendwie markiere. Ich habe immer keine Ahnung, welche. Ich glaube, dieser war es. Dieser. Ich glaube, dieser war es. Furchtbar. Ja, ich weiß nicht, warum ich es nicht mache. Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. So, ich mache jetzt hier mal eine dicke, fette Umrandung drumherum. Das ist mal der erste Schritt, dass wir sie erkennen können, dass sie da ist. So. Ja, morgen. Jetzt ist schon wieder der erste. Klar, ich weiß gar nicht, wo die Zeit bleibt, ganz ehrlich. Wow. Unvorstellbar, oder? Oktober. Mein Gott. Gestern war mein Mann 8 Monate tot. Meine Güte, es ist
kaum zu fassen, ganz ehrlich. 8 Monate. Furchtbar. Ist da noch Wasser drin? Etwas? Ja. Ich dachte, jetzt liegt sie endlich ruhig und dann setzt sie sich mitten in den kleinen flachen Karton, so ein Deckel, großer Deckel, wo alles mögliche Weihnachtszeug noch drin liegt, von meinem Weihnachtsbuch. Hm. Oh, dieser Hund, wirklich, der hat ein Talent. Der hat ein Talent, sag ich euch. Ist nicht mehr viel Wasser drin, ich glaube, es ist ziemlich wenig Wasser drin. Okay, das ist, muss ich mal nachfüllen bei nächster Gelegenheit, unbedingt. Oh. Ich habe keine Vorstellung, was ich jetzt hier machen soll. Warte mal, jetzt habe ich die anderen nicht hier. Ach, Mensch. Okay. Mache ich mit diesem so eine Umrandung drumherum hier. Dann brauche ich doch nochmal den Wasserpinsel. Ist aber wirklich nicht mehr viel drin, ne? Kann man da mal so ein bisschen drücken? Ja, vielleicht klebt das mal ein bisschen näher, ja. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal aufzustehen und noch irgendwas zu holen. Habe ich einfach keine Lust für. Okay, dann machen wir so eine Umrandung hier hin. So. Gibst du. Es ist nicht doll. Ja, ich sitze hier bei, weiß ich nicht, keine Ahnung, 15 Grad in der Wohnung hier und ich, ehrlich gesagt, jetzt wird es mir schon wieder zu warm. Einen Moment, das ist immer ein bisschen schwierig für mich. Ich kann den Arm so schlecht bewegen, aber ich krieg's hin. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was könnten wir denn mal hinschreiben? Ha, der tut's nicht. Ich muss mal eben nach einem anderen Stift gucken. Einen Moment kurz. Jo, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit dem nächsten Bärchen ein bisschen mehr Glück haben. Bei der Gelegenheit habe ich mir noch einen englischen Spruch rausgeholt. Mal gucken, ist der besser? Ah, der ist besser. Ist das jetzt richtig? Warte mal, ich habe mir den Spruch auch rausgeholt. Nein, das wird... Doch. Ach, ich will nur nicht falsch schreiben. So. Und dann... Ach so, warte mal, das mache ich anders. Habe ich irgendein Stück Papier? Das ist immer die Frage, ne? Habe ich irgendein kleines Stück? Hätten Sie wohl ein kleines Stück Papier für mich, gnädige Frau? Nein, das habe ich noch. Hier können wir vielleicht die Unterlage nehmen. Geht das? Das sieht nicht gut aus, oder? Sieht das irgendwie aus? Nein, das sieht nicht gut aus. Oh, jetzt geht das wieder los. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich es machen soll. Dann habe ich noch das. Da brauche ich einen kleineren Stift für. Aber es wäre schön, wenn ich das so entlang machen könnte, da irgendwie. Gut. Jetzt wollen wir es aber auch schön machen, ne? Jetzt wollen wir es nicht so hinschlören. Das ist ja doof. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen es schön haben. So, ich reiß mir also mal so ein kleines Stückchen noch ab. Okay. Und das muss ich allerdings dann mit der Hand reißen, weil das erfahrungsgemäß nicht funktioniert so gut.
so viel brauche ich gar nicht. So, und dann schreibe ich jetzt hier drupp. Oder so, machen wir das jetzt so oder drupp. Ist jetzt schwierig zu sagen. Besser nach außen die Kribbelige oder nach innen so. Wie kann man es lesen? Und wenn ich welche habt, 1 bisschen kleiner. Bisschen kleiner. So, da machen wir das so. Bumm, bumm, die bumm, bumm, die bumm, die bumm. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen irgendwas? So, ein bisschen Vintage womöglich. Ja, ein bisschen Vintage womöglich. Mochte ich gern den Film damals mit Gene Kelly. Oh, den mochte ich wirklich gern. Mochte die ganzen Filme damals gern mit Gene Kelly. Ich weiß nicht. Mochte ich gerne gucken. Jetzt lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es mir heute auch noch so wirklich gut gefallen würde, aber die Lieder hat man auf jeden Fall alle noch im Ohr. So. Ich auf jeden Fall. Ich weiß noch, als wir früher noch mit den Zeitungen nachts unterwegs waren. Mein Gott, hat das manches Mal geregnet. Und es war unvorstellbar, wie nass ein Mensch werden kann. Man kann es gar nicht glauben. Und dann konnten wir uns ja auch nicht unterstellen, denn mein Mann musste ja anschließend zur Arbeit. Also wir konnten jetzt nicht rumklüngeln und sagen, ach ja, das lassen wir mal und wir überlegen mal, ob wir mal uns unterstellen. Das ging gar nicht. Wir mussten also durch, ne? Ja, oje, sag ich euch, oje. Also mir gefällt das sehr, sehr gut mit diesem hier und ich würde das jetzt auch gerne so übernehmen. Kann mir einer sagen, wo die Dame ist? Die Dame ist hier. Sehr, sehr schön, gell? Sehr, sehr schön. Wir suchen jetzt, überlegen jetzt, wie wir das machen, dass wir da, könnten wir das reißen? Was meint ihr? Könnten wir versuchen, ne? So, ich reiß mal zwei solche Dinger raus, wie... Sehr, sehr schönes Papier. Sehr, sehr, sehr schönes Papier. Und jetzt hole ich mir die Schere, habe ich doch hier. Schere habe ich hier. Und jetzt schneide ich mir die einfach klein. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie draufkleben auf das Papier. So. Ja, und es gab manches Mal nachts so einen Wolkenbruch und dann weiß ich noch, einmal war es ganz, ganz besonders schlimm und ich brachte meinen Mann dann anschließend immer zur Arbeit, weil wir hatten ja unsere Bezirke in Herzebruck nach wie vor und zwei große Räder und wir hatten wirklich viel zu tun und es hat ohne Unterlass geregnet. Also das Wasser, das stand in den Schuhen, ne? Ganz ehrlich, es war ganz, ganz schrecklich. Naja, und dann brachte ich meinen Mann zur Arbeit und er sagte, warte mal. Und dann hat er erst seine Schuhe ausgezogen, es regnete immer noch wie Sau, und die Schuhe nach draußen ausgeschüttet, so voller Wasser standen die Schuhe. Und der arme Mann musste dann zur Arbeit gehen und den ganzen Tag in den nassen Klamotten arbeiten. Ich sage, hör mal, ja, und dann habe ich immer zu ihm gesagt, ich sage, nun nimm dir doch Wechselsachen wenigstens mit, wenn sowas passiert. Nee, mache ich nicht, hat er keine Lust gehabt. Dann hat er da nicht der nassen Sachen gearbeitet. Das war ein Vogel manches Mal. Aber gearbeitet hat er immer. Der hat nie krank gemacht. Nie. Naja, und man musste halt da durch. Ne? Ich meine, normal hätte man gesagt, okay, bei so einem Unwetter, da stellen wir uns unter, dann kommt das halt mal ein bisschen später an womöglich. Aber das ging bei uns nicht. Weil man musste zur Arbeit. Ne? Ja. Auch wenn man es dann überstanden hatte, war es ja ein ganz schönes Abenteuer. Ne? Dann konnte man sagen, ui, das haben wir auch geschafft. Ne?
mein Mann und ich haben zusammen eigentlich fast alles geschafft. Gut, es war oft schwer, das war's, aber wir haben trotzdem vieles zusammen geschafft. Wir haben immer zusammengehalten. Und wir waren nicht undankbar oder unzufrieden, sondern waren oft... Jetzt muss ich mal schauen, wie ich es mache. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich arbeite auch hier mit Papier. Einen Moment, ich habe hier doch noch was liegen. Und zwar reiße ich mir mal was aus, dass wir mal einen Hintergrund haben. Ja. Genau. Also dieses dunkle Papier ist wirklich schön. Also diese Schrift ist wirklich klasse. Okay, dass wir das so aufkleben. So, da müssen wir die Zahl, ja, die wollen wir noch nach wie vor gerne sehen. Okay, das klebe ich jetzt einfach mal so auf und habe dann schon mal einen Grundstock. Das finde ich schön. Ich liebe diese gelben alten Seiten, also wirklich, das ist wirklich schön. Ich muss mal gucken, ob ich mir ein neues Stecherbuch nehme, weil das sind die Seiten aus dem Stecherbuch, die habe ich schon ein paar Mal jetzt genommen. Es wird langsam dünn. Mal gucken. So. Und dann habe ich gedacht, dass ich das irgendwie so aufklebe. Ja, ich kann jetzt eigentlich nur anfangen und gucken, wie es wird. Ich habe selber wirklich keine richtige Vorstellung, gebe ich mal ehrlich zu. Und mal gucken, ob das was wird. Manchmal denkt man sich auch Sachen und dann funktioniert es hinterher überhaupt nicht. Ne? Das kann auch alles noch passieren. Ne? Das ist natürlich nicht so schön. Ne? Warte mal, ich habe das jetzt ein bisschen blöd in der Hand, aber ist egal. Ich versuche es etwas abzuwechseln, so, ne? Dass wir dann auch einen Kontrast reinkriegen. Wir können jetzt zum Beispiel schon mal vielleicht diese Punkte auch schon mal hin. Dann können wir das Blaue vielleicht ganz nach oben geben in diesem Fall. Fangen wir da nochmal eine neue Geschichte an. Also, das ist dann also quer. Warte mal. I'm laughing again. I'm happy again. I'm singing. Lassen wir so. So, jetzt müssen wir das abschneiden. Mal gucken, wie weit das aussieht. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich einen tollen Spruch gerade noch gefunden vorhin. Den muss ich dann aber auch reinschreiben, weil ich habe den nicht gedruckt irgendwo. So. So. Ah, und den Spruch machen wir da oben hin. Da brauchen wir jetzt Paperchen für. Gut, die Dame kommt nach unten. Die wird wieder umrandet. Okay, und den Spruch, den können wir eigentlich einkleben. Genau, wir wissen ja, wie wir es machen wollen jetzt. Da kommt wieder ein schwarzer Rand rum und dann kann man sie auch erkennen, hoffe ich. Ich finde das niedlich. Also ich finde es schon mal sehr, sehr niedlich jetzt, gell? Wir brauchen wieder Papier. Können wir da Packpapier nehmen diesmal? Warte mal. Mach es nicht ganz kaputt, Fräulein. Bitte schön. Ich reiße das mal aus. Warte mal, wo habe ich den Spruch hier? Da habe ich den Spruch. Ein bisschen
einschneiden, damit ich sie vor Augen habe, gell? Und dann könnte ich das so reinmachen hier. Warte mal. Das ist zu groß. Aber ich lasse es jetzt erstmal groß, damit, da muss ich aber den Feinliner für nehmen. Ganz fein. Ups, da ist ein Ding so. Some people. Walk in the rain. Others just get wet. Roger Miller hat das gesagt. Ja, das ist eine Ansichtssache. Ne? Es gibt ja Leute, die müssen immer rumstänkern, sage ich jetzt mal. Und andere Leute, die sind mit sich und ihrem Leben zufrieden und sind dann auch in der Lage, andere positiv zu sehen. Ne? Das ist so, wie man das Leben sieht. Also ich bemühe mich immer, wirklich, ganz ehrlich, trotz aller Widrigkeiten, das Leben immer, das finde ich jetzt süß. Ja, alles klar. Alles gut. Ich versuche immer irgendwie was Positives zu sehen. Ganz ehrlich, das war immer meine Einstellung. Auch wenn ich jetzt noch so traurig bin, versuche ich jeden Tag irgendwas Kleines zu finden. Und ich finde bis jetzt immer irgendwas. Selbst wenn ich ganz doll weine die ganze Zeit, irgendwas finde ich. Und dann kann ich da dankbar für sein und sehe das positiv und freue mich, dass es dann so und so ist. Ne? Und man muss das auch... Warte mal, wie machen wir das jetzt? Wir machen es einfach so drüber hier. Wir machen es einfach so. Halt. Warte mal. Wir machen es einfach so. Genau, so machen wir das. Schöner Spruch, ne? Ja, anderen werden nur nass. So, wie ich euch sagte, hinterher, ne? Also, das habe ich jetzt alles gar nicht gebraucht. Dieses, da sind zwar noch so Sachen drauf, aber das habe ich. Und dann waren noch Blumen hier, die habe ich auch nicht gebraucht. Das lege ich gleich wieder weg. Kann ich jetzt schon machen. Da hinten ist die Ablage. Guck, haben wir nicht gebraucht. Jetzt gehen wir noch ein klein bisschen drumherum. Jetzt gehen wir noch ein ganz klein bisschen drumherum hier außen. Also, nein, ich habe den Ofen immer noch nicht an. Nein, nein, nein. Ich scheue mich. Wenn ich ihn jetzt anmache, ich werde nicht mehr lang dauern, weil es wird jetzt auch, wenn es so nass ist und dann ist das Kalte wirklich ganz schäbig. Aber es ist immer so viel Arbeit damit verbunden. Ich glaube, das war der richtige Stift. Habe ich jetzt das nicht? Ich kann das nicht glauben. Nein, das ist nicht der richtige Stift. Woran erkenne ich den richtigen Stift? Diese? Der. Was steht denn da bloß drauf? Ich vergesse das bis zum nächsten Mal. Aquarable. Paper, Glas, Plastik, Metall. Ja, der kann es ja nicht sein. Das ist ja schon mal logisch. Und hier steht Graphit Aquarell. Der müsste auch gehen, aber ich glaube, das ist der sich ganz auflöst. Ich glaube, die lösen sich ganz auf. Also muss ich bei diesem bleiben. Okay. Alles gut. Ja. Heute habe ich vor... Hatte eigentlich anderes vor, aber ich habe mir für heute... Gut, ich mache jetzt noch diesen Film hier eben. Das ist ja jetzt keine große Aktion, weil ich gerne nicht ganz ins Hintertreffen geraten wollte mit der Challenge. Es ist immer so, wenn man nicht am Ball bleibt und dann türmen sich hinter Wochen da auf und dann hat man keine Lust mehr. Ne? Das kennt ihr bestimmt auch. Ne? Also ich möchte diese 50-Stack-Challenge gerne mitmachen, weil viele andere Sachen habe ich ja schon aufgegeben und mache ich nicht mehr, weil es einfach... kräftemäßig nicht mehr hingehauen hat. Aber jetzt, das muss ja zu schaffen sein, so einen kleinen Tag da in der Woche zu machen oder zwei. Es wäre schade, wenn man da jetzt auch noch ins Bummeln käme.
Ja, das ist schön, wenn man die hinter so durchblättert und hat alle so fertig. Ne? Das sind alles für sich keine Meisterwerke, aber die Masse macht es dann halt. Ne? Naja, und ich finde es tolle, tolle Idee von Amy. Also ganz ehrlich, finde ich schön. Ich verwische das gerade noch ein bisschen mehr. So gut es geht. Gleich beim nächsten Mal frage ich wieder doof, wer was, wo, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wieder bumm. So, das war's für heute. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich sage einfach nur Tschüss, habt einen schönen Sonntag, habt ein schönes Wochenende. Das sind meine beiden Tags, die ich gemacht habe. Ich kann es immer so schlecht sehen. Ich glaube, es ist jetzt ganz gut drin in der Kamera, oder? Ja. Dann könntest du gerne noch beide noch mal sehen. Rainy, it's rainy day. Hallelujah. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.